Wie kommt es nun also zu der Zusammenarbeit von Git und GitHub? Schauen wir uns dazu mal ein Beispiel an. Wir kennen das alle. Du schreibst deine Hausarbeit mit deiner Studiengruppe und endlich habt ihr die finale Version abgespeichert. Dann fällt aber doch noch so ein Fehler auf und es kommt die Finalversion 2.0. Dann ändert jemand doch noch so einen kleinen Absatz und schon haben wir Final 3.0. Stell dir eine Welt vor, in der es nur eine Version gibt, in der alle Änderungen gesichert und verfolgt sind und jederzeit rückgängig gemacht werden können. Diese Welt heißt Git. Was ist also Git? Das Stichwort heißt hier Versionskontrolle. Git ist ein Open-Source-Tool, mit dem du Änderungen an deinen Dateien auf deinem Computer aufzeichnen kannst. Hashtag Hashtag Open Open Science. Science. Bei Mac und Linux ist Git standardmäßig vorinstalliert. Auf Windows kannst du Git aber auch nutzen, zum Beispiel über die Kommandozeile Git Bash. Mehr zu der Kommandozeile Git Bash findest du in unserem Screencast zu der Unix Shell. Oft wird Git in der Softwareentwicklung genutzt, zunehmend aber auch bei der Zusammenarbeit in der Forschung oder im akademischen Umfeld. Ganz speziell bei Plaintext, also bei einfachen Textdateien oder bei Code. Ja, Zusammenarbeit wird hier ganz groß geschrieben. Die Versionskontrolle von Git macht es dir nämlich möglich, gemeinsam am Code zu arbeiten. Ihr könnt also zum Beispiel gleichzeitig an einer Stelle in eurem Code schreiben. Git wird dabei eure letzte Änderung nicht überschreiben, sondern bei euch anklopfen und sagen: Hey, ich habe hier zwei Änderungen an einer Stelle. Was ist die richtige Version? Welche soll ich nehmen? Durch Git kannst du jede deine Änderungen nicht nur speichern, sondern auch mit Metadaten anreichern. Das heißt, zu jeder Änderung, die du machst, gibst du Informationen mit, was genau du verändert hast. Das kann dir und anderen helfen zu verstehen, wie dein Code entstanden ist und wer welchen Teil geschrieben hat. Git kann dir auch als Backup dienen. Zum einen kannst du deinen Code auf mehreren Computern gleichzeitig speichern. Zum anderen hast du die Möglichkeit, durch die ganze Historie deiner Version zurückzugehen und die Änderung rückgängig zu machen. Was ist also GitHub? Manchmal werden GitHub und Git vertauscht. Es sind aber zwei unterschiedliche Dinge. GitHub ist also im Vergleich zu Git eine Webseite für das Hosting und die gemeinsame Nutzung von Git-Repositorien. Und Achtung, anders als im Kontext von Bibliotheken sind hier Repositorien Projekte. Der Großteil der Inhalte, also der Projekte, die GitHub hostet, ist Open Source Software. Zunehmend wird GitHub aber auch für Projekte wie Open Access Zeitschriften, Blogs und Lehrbücher verwendet. Wie kommt es nun also zu der Zusammenarbeit von Git und GitHub? Schauen wir uns dazu mal ein Beispiel an. Nehmen wir einmal an, dieser Computer ist Elkes Computer. Elke möchte auf ihrem lokalen System ein Git-Repositorium erstellen. Dort kann sie dann ihre Änderungen machen und diese in Git einchecken. Was sie auch machen kann, ist, dass sie auf GitHub ein Git-Repositorium erstellt und dieses mit ihrem lokalen System verknüpft. Wenn sie die Änderungen von GitHub auf ihr lokales System ziehen möchte, macht sie das mit einem sogenannten Pull. Und wenn sie die Änderungen von ihrem lokalen System nach GitHub bringen möchte, macht sie einen Push. Jetzt komme ich noch dazu zu diesem Projekt und möchte mit Elke zusammen an diesem Git-Repo arbeiten. Ich kann genauso auf meinem lokalen System Änderungen machen, diese nach GitHub hochpushen und pullen und Elke bekommt diese Änderungen dann auch mit. Ein weiteres Szenario ist, dass zum Beispiel Konrad auch ein lokales System hat und unser Projekt auf GitHub sieht und auch daran arbeiten möchte. Konrad hat aber keine Schreibrechte für dieses Projekt. Was er aber machen kann, ist einen sogenannten Fork. Das heißt, er macht eine exakte Kopie von dem Original und kann an dieser Kopie einfach arbeiten, ohne nach unserer Erlaubnis zu fragen. Was Konrad aber machen kann, ist, dass er bei uns anklopft und uns sagt: Hey, ich habe hier ein paar Änderungen gemacht, vielleicht möchtet ihr diese für eure Version auch übernehmen. Elke und ich können dann entscheiden, ob wir das möchten und diesen sogenannten Pull-Request annehmen oder ablehnen.
Conclusion. Zu Git und GitHub gibt es noch jede Menge mehr Funktionalitäten für das kollaborative Zusammenarbeiten. Entdecke einfach einige dieser Möglichkeiten und Funktionen mit unseren Screencasts. Dort erfährst du unter anderem, wie du dein lokales Repositorium erstellen kannst und dein Repositorium auf GitHub und wie du diese beiden miteinander verknüpfst. Und wenn dir dieses Video zu GitHub gefallen hat, dann schau doch in die Shownotes, guck dir weitere Videos von uns an und gib uns gerne einen Daumen hoch.